Servus, liebe Leute, heute mal zu einer Runde Clash of Clans und ich dachte mir, Drachenbaby ist ja mal wieder bereit und natürlich will ich da eine Taktik mit dem Drachenbaby raushauen, hab mir eigentlich noch gar keinen Namen überlegt, wie kürze ich denn das Drachenbaby überhaupt ab? Baby Dragon mit BA, ja, keine Ahnung, mit BA, dann wäre das ein Go-Wi-Baba. Ach Gott, die Abkürzungen hören sich einfach alle scheiße an. Die hören sich durchaus scheiße an, aber ein Go-Wi-Baba oder so werde ich das nennen, kein Plan. Ich muss nur überlegen, habe ich vorher einen Angriff schon gemacht? Und damit ich euch nicht spoilere, schneide ich euch kurz raus. Jetzt geht's los, wir sind drin. Das ist die Gegnerbase, die wir versuchen zu zerstören. Natürlich werden wir das auch natürlich schaffen. Das ist ja easy. Easy drin. Magier. Alter, warum habe ich denn eigentlich immer das Fenster offen? Mann, der Pascal macht mich fertig. Seht ihr das? Das ist dein Drachenbaby. Nein. Hier die Valkyren. Oh, Valkyren, ihr geht so ab. Alter, ich sollte mal das Fenster zumachen beim nächsten Mal. Jungs, erinnere mich dran, schreibt es in die Kommentare, Hashtag Fenster, damit ich es nächstes Mal nicht vergessen tue. Aber vielleicht raff ich das ja auch. Digga, dein Ernst? Dein Ernst, Digga? Kirchenglocke, warum jetzt? Okay, Kampf war mehr oder weniger erfolgreich oder auch nicht. Aber ich meine, ich habe Bock auf solche Videos und will auch nicht die Kirchenglocken rausschneiden. Es soll so reell wie möglich sein und ich will mich kein Meter dafür irgendwas verstellen deshalb. Und ich habe Bock drauf, euch die Taktik mal zu zeigen. Warum denn nicht? Kann man sich mal geben. Ich finde die Taktik richtig, richtig heftig. Also, boah, die Queen wird beschossen. Ah ja, gut geklärt, Queen. Pinging Queen, bumm. Und wir haben die 2-Sterne-Taktik, ja, für den Clankrieg, denke ich mal, ist ja recht empfehlenswert. Und würde man sagen, machen wir noch kurz einen Live-Angriff, wenn wir einen Golem haben. Na, wenn wir natürlich nicht. Aber wir zwei probieren trotzdem mal einen Live-Angriff. Kann man ja mal probieren. Kostet uns ja eigentlich nichts. Und bis wir einen Gegner gefunden haben, zähle ich jetzt erstmal bis 10. Nein. Gehe ich erstmal das ABC durch. Ach, Pascal, halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Junge. Abstinenz, Pascal hat aber jetzt wieder richtig Bock auf Videos machen und so wird es auch weitergehen. Ich mache jetzt noch Dinge, wo mir Spaß machen, egal ob ihr es unbedingt sehen wollt. Okay, natürlich ist es natürlich klar, dass ihr es sehen wollt. Also was ihr sehen wollt, kommt natürlich auch Clash of Clans und Clash Royale bezogen, aber meine Formate überlege ich mir selber. Wenn ich jetzt mal einen Glitch raushaue, wenn ich meine, dass es ein Glitch ist, dann schreibe ich es in den Titel, dass es ein Glitch ist. Und muss mir dann von keinem sagen lassen, Pascal, das ist kein Glitch. Dann guckt das Video nicht, wenn ihr denkt, ich mache keinen Glitch oder so. Aber für mich war das letztes Mal ein Glitch, wollte ich nur kurz festhalten. Also dann schaut es euch nicht an. Oder wenn ihr keinen Bock auf das Video habt, dann schaut es euch einfach nicht an und hatet einfach nicht. Mann. Und wir probieren den mal. Den machen wir jetzt kurz frisch. Hä, warum stehen die Sprungfallen da außen? Hä? Werden die gerade geupgradet? Und Valkyries. Bam. Sprungzauber hier in die Mitte. Froschzauber machen wir hier hin. Eilzauber hier hin. Noch einen Wut hier hin. Und ja, sieht passabel aus. Nicht wirklich Weltklasse, aber auch nicht wirklich schlecht. Scheiße, ich hab die Magie vergessen. Fuck, ich hab die Magie vergessen. Ja, aber Rathaus ist down, auf jeden Fall. Rathaus ist safe down, aber Alter, ich bin so blöd. Wie kann man die Magie vergessen, Pascal? Wie kann man so blöd sein? Sehr gut, wir holen locker die 2 Sterne. War ein guter Angriff. Nur Pascal, vergiss halt die Magie, komm. Kann man mal machen. Ist eine richtig effektive Taktik, kann ich euch nur empfehlen. Guckt gegen Rathaus und 10er Grad, ist ja eigentlich gar nicht schlecht, dass ich breche das jetzt aber ab. Weil es mir gerade bums egal ist, um ehrlich zu sein. Ob ich jetzt hier noch ein paar Prozente hole oder nicht. Hier haben wir erstmal Schatzkammer noch was erhalten. Das ist natürlich Weltklasse. Halt, die können wir doch upgraden hier. Sprungfallen. Kann ich upgraden, mache ich jetzt aber nicht. Ist mir viel zu blöd jetzt. Wie viel kosten die denn? 500.000 für den Sprung. Die Hänse doch nicht mehr alle. Jungs, die Hänse nicht mehr alle. Ich bin dann mal raus.
limba română, se dă răsprind țărână, cu țăranul clasic braț la braț sau de mână, trage buza peste dinți fraiere, cam avut pizeca aia, deci puie băi. Te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles, căutai putul ce pe GPS. Când aia e la bară, te faci foc și pară, blocul pentru tine un sac pe verticală, mergi la sală ca un prost fără rost, un copos, nu știe că îmbrac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici, că te zbor din extinție.